chaotisch und schnell, grüßt euch Chaos oder GX89 zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind zurück in der Stätte der Lieder, um ein neues Lied zu lernen, die uns für die zweite Flamme notwendig ist. Denn wir haben im letzten Part die erste Flamme erobert und das Schwert zu einer Langschwertergöttin abgegradet. Gebieter, ich hab dir etwas zu berichten. Als du das Wappen mit dem Himmelstrahl berührtest, hat die Göttin zu mir gesprochen. Gebieter, höre nun die Botschaft der Göttin. Suche der heiligen Flammen, lausche meinen Worten, ich werde dich von jenseits der Zeit führen. Noch zwei heilige Flammen fehlen dir. Um sie zu finden, bedarf es der göttlichen Schätze. Um diese Schätze zu erhalten, musst du mehrere Prüfungen bestehen, dich ihrer würdig erweisen. Erfülle deine Bestimmung, unterstützt von der Kraft der göttlichen Schätze, und du wirst die heiligen Flammen erblicken. Nun nimm dieses Lied und begib dich in die Wüste Ranel, wo dich eine weitere Prüfung erwartet. Dieses Lied heißt Nairus Weisheit, ein Lied der Weisheit, das dich führen wird, Gebieter. Du hast die Nairus Weisheit eingeprägt. Ich werde Nairus Weisheit für dich aufbewahren. Mit der Aurasuche kannst du nun den Eingang zur Prüfung finden. Brich nun auf zur Wüste Ranel. Das ist jetzt komisch, dass jetzt gerade der Eldin skippt und direkt zur Wüste Ranel übergeht. Ich hab das Spiel ja nicht programmiert, also kann ich auch nichts dazu sagen. Aber keine Sorge, Eldin kommt ja auch noch dran. Es hat nur Zeit, dass sie die Wüste Ranel jetzt einfach mal vorziehen und das Gebiet jetzt einfach mal vorne dran setzen. Obwohl es eigentlich nach der Reihenfolge eigentlich Eldin dran sein sollte. Aber wie schon gesagt, ich habe das Spiel nicht programmiert, also an mir liegt es nicht. Ich wollte das Spiel jetzt auch wieder mit Bewegungssteuerung. Ja gut, ich könnte es wahrscheinlich nicht gerade erkennen. Ich zeig's dann gleich, wenn ich dann mal die Möglichkeit dazu habe, dass es wieder auf Bewegungssteuerung eingestellt ist. Nicht, dass ich mir glaubt, ich spiele immer noch mit der Knopfsteuerung. Auch wenn ich inzwischen mit der sogar schon ein bisschen besser klarkomme als letztes Mal. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich in der Wüste Ranel wieder, weil ich glaube, der Weg wird dann doch noch ein weiteres sein. Ich bedenke, dass das ziemlich weit im Süden ist. Ja. Also wir sehen uns dann vor dem Portal wieder, wo uns zu der Prüfung bringt. Also dann bis gleich. Gut, da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Und das Portal befindet sich bei der Wüste Ranel Norden. Und zwar in der Nähe des Eingangs zum dritten Dungeon. Jetzt weiß ich nicht, ob unterhalb oder oberhalb. Wobei unterhalb sehe ich gerade. Okay, einen Moment. So, jetzt geht's.
Wir sind in der Wüste Ranen angekommen. Wieso hast du mich warten lassen? Mir hat's gerade ein bisschen die Sprache verschlagen. Ach, egal. Ist mir jetzt eh alles egal. Suche mit der Aura, suche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Eigentlich weißt du das schon. Wieso wiederhole ich das nochmal? Ach ja, die Programmierer haben mir gesagt, ich soll das wiederholen. Da unten ist das Portal. Seid ihr bereit für eine weitere Seelenprüfung? Ich bin's eigentlich nicht, aber ich muss. Ich muss. Ich habe keine andere Wahl. Man wird gezwungen. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Jawohl. Denn es wird Zeit. Es wird Zeit. Gebiet der Chaos. Gebiete. Auch in dieser Welt kann ich dir nicht folgen. Du weißt ja wieso. Aber ich kann dich immer noch nerven. Und den Rest muss ich dir nicht erwähnen. Bla bla bla. Bla bla bla. Bei Narusein wird deine Weisheit auf die Probe gestellt. Um die Flamme, die das Kraft des Schwertes stärkt, zu halten. Du weißt ja, was du tun musst. Ich muss das nicht wiederholen, oder? Ja, ist eigentlich wie immer dasselbe. Seelengefäß auffüllen und Peng. Und du weißt ja, was du damit tun musst. Oder muss ich es dir nochmal wiederholen? Nein? Gut. Hast du sonst noch Fragen? Nö. Nun gut, mein Gebieter. Ich werde hier in dieser Welt auf deine Rückkehr warten, Gebieter. Ich könnte eigentlich gut und gerne darauf verzichten, aber leider brauche ich dich. Genau was ich brauche, ist auch die erste Träne dort vorne. Und am besten, bevor mich der Wächter rechts umbringt. Vielen Dank. Was eine von Nairus Tränen hatten, ihre heilige Macht hinter die Hüte für 90 Sekunden daran sich zu bewegen. Und sammle wieder alle 15, du weißt ja wieso. Und hier könnt ihr dann auch wieder ein paar von den Finsterhalbmonden sammeln, wenn ihr wollt. Am besten, wir fangen jetzt erstmal da an, dass wir da hier in der Mitte mal die Tränen einsammeln. Weil das geht gerade am besten. Und dann sammeln wir die außen rum. Müssen wir dann gleich schauen, wo ist es da am besten. Jetzt weiß ich nicht, ist oben eine noch? Weil die oben sollte man lieber am besten sofort nehmen. Weil das Problem ist, wenn dann ein Wächter einen verfolgt und man muss dann klettern für eine Träne, die einen den hinten rettet. Ja, dann gut Nacht. Weil beim Klettern ist man am verwundbarsten noch. Am besten man holt sich die, die am schwierigsten zu holen sind, sofort.
Wie zum Beispiel die hier. So, und jetzt machen wir weiter. Das heißt, jetzt dürfen wir dann aussuchen, welche holen wir zuerst. Ich würde sagen, wir gehen im Uhrzeigersinn, oder? Das heißt, wir nehmen dann zuerst die hier. Und dann müssen wir weiter schauen. Vor allem wegen den Straßen. Jetzt muss ich auf jeden Fall die Signallichter setzen, damit ich weiß, wo die Straßen sind. Okay, da oben ist nichts. Mit Finsteralmond habe ich leider noch gerade Pech. Außer gerade hier, da ist gerade eine. Eigentlich brauche ich sie nicht mehr. Ich wüsste jetzt gerade nicht für welches Upgrade, aber am besten man sammelt sie noch ein. Man kann sie später sicherlich noch gebrauchen. Aber spätestens dann, wenn... Gut, ich kann es ja verraten, denn... Sagen wir mal so, wenn ihr den Hero-Modus spielt, dann könnt ihr die Materialien, die ihr eingesammelt habt, sogar mitnehmen. Und das ist nämlich ein sehr gutes Ding. Nehmt dann die Materialien so mit, so viel mit, wie ihr könnt, sammelt die auch gerade ein. Also sammelt so viele, wie ihr könnt. Nehmt die mit, bevor ihr einen Hero-Mode-Run startet. Jetzt die Frage, wann schaltet man einen Hero Mode Run frei? Ganz simpel erklärt, ihr müsst das Spiel dazu einmal abgeschlossen haben. Dann schaltet man sich den Schwierigkeitsgrad frei. Und man behält dann alle Materialien, die man gefarmt hat. Und kann dann auch alle Upgrades direkt am Anfang machen. Ausnahmslos alle Upgrades. Ob man auch schon alle Schilder kaufen kann, weiß ich nicht mehr. Da bin ich jetzt gerade nicht so gut informiert darüber. Okay, nochmal ein Schatz der Göttin. Geil. Wow, und die ist fies. Weil man jetzt hier nämlich eine Quelle hat, die nämlich immer wieder auf... Also bitte... nicht auf und zu geht. Die immer wieder... ...wieder Wasser kriegt und nicht. Weil da muss ich leider zweimal schieben. Das heißt, wir machen mal kurz eine Pause und nehmen einmal kurz die hier, damit ich wieder Zeit zurückgewinne. So, dann nehme ich die. So, jetzt ist sie perfekt. Jetzt warten wir, bis sie wieder zurückgeht, dann können wir gleich die Tränen mitnehmen. Also die ist noch fies. Also schiebt sie da bis zur Hälfte, wenn euch die Zeit ausgehen sollte, dann nehmt diese Träne da oben und dann schiebt diesen Wagen noch bis zur Endposition. Jetzt müssen wir weiterschauen. Okay. Okay, das heißt, das aber den Wagen bis dorthin. Dann hätten wir eine weitere Träne. Und dann sehen wir weiter. Ach ja, hier. So, die Träne wird jetzt ein bisschen schwierig sein. Wir haben jetzt da gerade ein richtiges Minenfeld an Geistern. Und ich glaube, die bewegen sich sogar. Also, beziehungsweise die laufen einem sogar nach. Am besten, ich hole die zuerst und dann hole ich die im Feld. Schnell die mitnehmen. Uah, die sind aber schnell.
Scheiße, genau das habe ich kommen sehen. Wenn ich Pech habe, bin ich jetzt am Marsch und dann darf ich das alles nochmal machen. Genau das Szenario, das ich nicht haben wollte. Okay, wie lösen wir das Problem jetzt? Okay, ich glaube, ich muss wahrscheinlich den ganzen Weg zurück. Weil das ist nämlich die gemeinste Träne, die es gibt. Okay, da komme ich auch nicht gerade hoch. Okay, da muss ich wahrscheinlich ein bisschen so luren, dass ich die mal so weit wegkriege wie möglich. Ich glaube, das könnte jetzt klappen. Ja, ich glaube, das klappt. Ja, wir haben es gerade noch gerettet. So, kurz Ausdauer regenerieren und jetzt hoch. Und die schnell holen. Alter, das war knapp. Heilige Mutter Maria Gottes und alle Götter, die ich noch kenne. Heilige Scheiße, das war knapp. Uff. Wie viele habe ich? 3. Sehe ich gerade hier irgendwo eine, die leicht zu holen ist? Weil ich habe gerade keinen Bock, mich nochmal treffen zu lassen. Gute Frage. Weil jetzt habe ich eh unendlich Zeit. Sehe ich irgendwo ein Fensterhalbmond, der einfach zu bekommen ist? Am besten wir steigen mal hoch aufs Dach und dann schaue ich von oben mal nach. Wenn ich dann keine mehr sehen sollte, die einfach zu holen ist, ohne großes Risiko, würde mir mal sagen, dann beenden wir die Prüfung. Weil es mir jetzt nicht das Risiko wert, jetzt da noch eine zu holen. Oder beziehungsweise eher das gesamte Beat abzusuchen, nur wegen damit ein oder zwei Fenster hat Monde. Weil wir haben ja eigentlich schon genug. Ah, da ist sogar noch eins. Gut, 4. Das heißt, wir hatten hier 5 Gebiete. Vielleicht gibt es noch mehr. Aber ich sehe gerade, ich habe beim besten Willen nicht wo. Nein, ich sehe gerade hier wirklich nicht beim besten Willen, wo es noch eines gäbe. Da auf jeden Fall schon mal nicht. Und ich glaube, ich muss auch nicht beweisen, dass ich jetzt mit der Bewegungssteuerung spiele. Das seht ihr, wenn ich so oft synchronisieren muss, dann ist das der Beweis genug. Ich glaube, ich schaue den unteren Rand noch an und wenn ich da nichts mehr finde, dann beende ich mit der Prüfung auf jeden Fall. Schaut hier unten noch mal kurz nach. Vielleicht ist da unten vielleicht noch eine. Aber es sieht so aus. Nein. Aber was mir ein bisschen spanisch vorkommt, kann es sein, dass da unten mal ein Geistball war in der alten Version, den sie hier jetzt entfernt haben? I don't know.
Das Einzige, was ich weiß, ist, dass wir die Prüfung gerade noch so geschafft haben, obwohl es mein Hintern wirklich gerade so fast da am Ende war. Weil ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich werde jetzt wirklich noch verkacken. Also ich finde beim besten Willen nicht mehr. Oder Moment, kann. Ich bin nicht so gierig. Ich merke es gerade wieder. Ich bin wieder sehr gierig. Da hinten ist wirklich nichts mehr. Okay, brech mir auf jeden Fall ab. Keine Spielchen mehr. Hol mir die Belohnung ab und gehen. Weil ihr wollt wirklich nicht mit diesen allen Tränen noch erwischt werden. Das ist nicht das, was ihr wirklich noch wollt. Absolut nicht. Uff. Heilige Scheiße. Und wir kriegen hier den Greifhaken. Einer der drei Schätze der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an ein Greifhakenziel oder an Efeu ziehen zu lassen. Und wir kriegen nicht einen, sondern gleich zwei Greifhaken. Wie in einem anderen Spiel, das ich mal Let's Played habe. Gut gemacht, Gebieter. Auch wenn es am Ende noch so affenknapp war. Ich habe schon gehofft, du würdest es. Ich meine, du würdest es schaffen. Was sollte das gerade heißen? Fei? Nichts. Gebieter, du hast die Prüfung bestanden. Mit deinem reinen Herzen hast du die Kraft erlangt, die heilige Flamme zu finden. Dieser Greifhaken ist ein Schatz der Göttin. Nutze die Klaue an der Kette, um dich an Efeu oder Greifhakenzielen hochzuziehen. Die Flamme befindet sich irgendwo in der Wüste, Gebieter. Ich vermute sie an einem Ort, den du noch nicht betreten hast. Ja, das denke ich auch. Und mit dem Greifhaken ist es eben möglich, an solchen Zielen dann hochzuziehen. Zum Beispiel dort drüben, würde ich sagen. Das heißt, wir kürzen mal kurz ab. Also können wir auch hier den Chica-Stein machen. Der hier versteckt ist. Es muss hier doch eines sein, oder willst du mich verarschen? Okay, es sind wahrscheinlich doch hier nur Schmetterlinge. Sind wohl doch nur Schmetterlinge da. Deshalb musst du jetzt darunter leiten! So, darf ich das Schiff noch weiter zerstören? So, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man einen Mobbrin verprügelt. Und ich muss da meinen Hut rauslassen. Und ich höre gerade, meine Eltern sind gerade zurück. Also ich kann nicht ausschließen, dass dann jetzt dann gleich ein Cut kommt. Ich glaube, die waren einkaufen. Und ich habe denen gesagt, dass sie für mich noch etwas mitbringen sollen. Und ich denke, das Teil da drüben, das hole ich auf jeden Fall noch. Dann müsst ihr einfach durch zu der Höhle, die ihr durchgehen musstet für das Herzteil. Und ihr habt ja dort die Greifhakenpunkte ja mal gesehen. Müsst ihr einfach nur noch die Greifhakenpunkte durch.
Okay, das war ein bisschen zu früh. Und ich denke, im nächsten Part machen wir dann mal eine kurze Compilation mit allen Stellen, die mit Greifhakenpunkten erreichbar sind. Und vielleicht noch mit verpassbaren Dingen, würde ich sagen. Und sorry für den kurzen Cut, ich musste gerade. Ja, ihr wisst ja wieso. Mama hat mir gerade ein paar Snacks vorbeigebracht. So, es wäre nur schön, wenn ich jetzt mal die Greifhakenpunkte treffen würde. Also das Juwel jage ich auf jeden Fall noch hoch. Und dann gibt es dann ab nächsten Part auf jeden Fall eine Compilation mit ein paar Dingen, die wir jetzt erledigen können. Bevor wir uns dann wirklich auf der Suche nach Nairus Flamme begeben. Und ein paar Schätze in Wolken mehr, die mit am Berg können. Dann würde ich mal sagen, das war's dann auch von meiner Seite. Ich werde jetzt dann noch kurz hier noch alles sammeln, was hier geht. Aber ich glaube, das werden wir alles im nächsten Part jetzt zu sehen kriegen. Weil ich glaube, ich bin jetzt schon weit ein bisschen drüber als das, was ich eigentlich wollte. Was jetzt nur noch. Wobei diesen Schatz da drüben, den kann ich mir noch gerade nehmen, weil der ist noch sehr gut positioniert. Schauen wir noch, was hier drin ist. Aber ich hätte schön können, dass da bei diesen Schmetterlingen auch noch ein Schikastein wäre. Aber anscheinend doch nicht. Und hier ist noch ein Finsterhalbmond. Mal außerhalb einer der Sirenen. Interessant. Interessant, interessant. Warte, wenn wir eigentlich schon dabei sind. Ich schneide hier einfach alles rein, was ich noch finde. Dann haben wir das alles passend. Dann starten wir dann im nächsten Part dann in Firone. Dann können wir dort weitermachen, weil dort haben wir mit Sicherheit auch noch ein oder zwei Dinger. Ja, das wäre das Schlauste. Gut. Und was dann jetzt dann weitergeht, das seht ihr dann gleich. Heißt nur für mich, ich brauche dann wieder sehr viel rauszuschneiden, aber ich mache das gerne für euch. Ich mache das so gerne für euch. Okay, hier oben sind auf jeden Fall noch ein paar Schätze. Wie zum Beispiel hier drüben. Einmal ein Zwan. Und hinter dem. Unter dem Moblin jetzt nichts. Ach ja, und hier können wir noch eine Abkürzung aufmachen. Und ich glaube, da drüben ist noch was, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Die Karten können mich jetzt mal. Ja, da. Noch ein Goddess Cube. Der gerne in den Himmel will. Thank you. Gut, und ich glaube, das war jetzt auch alles hier. Ihr seht ja diesen Sandfall dort drüben, denn dort drüben geht es dann im nächsten, geht es dann weiter, wenn wir damit der Story weitermachen. Aber ich glaube, wir haben hier vielleicht doch noch ein oder zwei Schätze über. Kann das sein? Weil ich kann mich noch erinnern, wir haben noch irgendwo noch einen Schatz übersehen. Ja, ich glaube, da vorne ist noch ein Schatz.
Wenn ich mich nicht irre. Ja, da ist noch einer. Gut, ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall der letzte Schatz. Gut, dann würde man sagen, wir können jetzt endlich mal den Part beenden. Oder habe ich noch irgendwas übersehen? Weil ich werde das Gefühl nicht los, ich habe noch irgendwas übersehen. Aber da habe ich das falsche Dokument offen, sehe ich gerade. Ich habe nachher eins vergessen aufzumachen. Und ich melde mich nochmal zurück. Wir haben noch etwas übersehen. Nämlich im Elektroschalterraum gibt es noch eine Truhe oben. Und um den zu erreichen, müsst ihr von diesem Raum aus nämlich den Zeitstein aktivieren und dann gleich nach oben laufen, sobald der Sand da ist. Könnte jetzt ein bisschen tricky sein, aber es geht. Denn hier ist noch ein kleiner Schatz oder einen größeren Schatz. Mit einer blauen Vogelfeder. Wie immer kann ich nicht erkennen, ob das ein Zufallsgenerator ist oder nicht. Gut. Aber dann würde ich sagen, dann war es das auf jeden Fall, weil ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas gesehen hätte. Oder noch etwas holen könnte. Dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder im Gebiet Firone. Da werden wir uns dort noch ein oder zwei Sachen abholen, was wir mit dem Greifhaken holen konnten. Also mindestens eins auf jeden Fall bei... Ja gut, zwei sogar. Einmal beim Tempel des Himmelsblicks oberhalb gibt es etwas und dann einmal in der Nähe des Höhlenheiligtums, da gibt es auch noch etwas. Also zwei, glaube ich, zwei Gottescubes. Und dann geht es dann wieder ab ins Wolkenmeer, dann können wir uns dort ein paar Truhen holen. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann beim nächsten Part wieder mit einschaltet, wenn es wieder weitergeht mit Let's Play, The Legend of Zelda, Skyward Sword HD. Bis zum nächsten Part. Ciao.